Ja, herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play, zu einem kleinen, ich weiß gar nicht, ob es klein wird, zu einem Let's Play von mir, der Extralage. Ihr seht, ich spiele mit euch Battlefield 3. Ich habe die Kampagne schon mal angefangen zum Schauen, ob es läuft, wie es aussieht mit der Framerate etc. Ich werde jetzt mit euch natürlich eine neue Kampagne anfangen, werde im Normalmodus spielen und hoffe einfach mal, dass es was wird. Bei Battlefield, klar, ist ein Shooter. Ich weiß nicht, was mich erwartet, groß. Ich habe auch ehrlich gesagt noch nie am Computer Shooter gespielt, sondern immer nur an der PlayStation oder anderen Konsolen. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal rein. Ich kenne auch die Geschichte nicht, kann nicht viel dazu sagen. Deswegen einfach mal gespannt sein, was jetzt kommt. Ja, rasanter Start in-game. Es geht ohne große Einführung los. Ihr seht unten. So. Da scheint noch einiges unterwegs zu sein hier, so wenn man den Schreien glauben darf. Mal gucken. Also, den Zug anhalten. Das kriegen wir hin, hoffentlich. Wort. Also viel aushalten können sie ja noch nicht, habe ich das Gefühl. Okay, das mit dem Ducken, das finde ich ein bisschen komisch. Das war bei den Konsolen immer anders. Hier hat es ganz schön viele Zivilisten erwischt. Ich muss aber sagen, grafisch relativ nett gemacht. Eigentlich, finde ich. So. R gedrückt halten ist neue Waffe aufnehmen. Alles klar. Weiter geht's. Wow, wow, wow. Ich hab's schon mal gespielt, ich erschrecke mich trotzdem. Oh, mit dem Maustaste. Aua, das hat wehgetan. Oh, da steht einer, da steht einer. Drücke E zum rausklettern. Ah, E, E! Leertaste. Spring, du Schwein! Spring! Oh. So. Ah, Leertaste, Leertaste, Leertaste. Du musst die Leertaste spammen. Los, 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 los! Los! Oh mein Gott! So, auf dem Zug langlaufen ist, glaube ich, nie so gesund. Oh, da ist noch einer. Trümmer, Hilfe! Hilfe! Ich habe so das Gefühl, wir müssen dann diese Luke, aber ich bleib mal lieber geduckt. Halte R. So, AK. Ja, nehmen wir mal eine AK, das ist auch okay. Und gleich mal nachladen, auch auf R natürlich. Wo sonst? Los, weiter. Oh, da kommen sie gleich. Und nochmal welche. Also viel aushalten tun sie nicht. Ehrlich gesagt. Ah, so wie es aussieht, ich aber auch nicht so viel. Also ihr seht schon, die Lebenszahl oder Lebenseinheit ist wie immer bei den neuen Shootern anhand der Farbe des Bildschirms. Also wenn er grau und rot wird, dann stehst du kurz vorm Tod, und wenn es ganz normalfarbig ist, dann ist alles in Butter sozusagen. Mal schauen, wann es das erste Mal soweit ist, dass wir sterben. Es wird auch angezeigt, woher der Beschuss kommt. Und hier sieht es irgendwie so aus, als wäre hier eine Bombe. Ich schieße lieber mal nicht drauf. Jetzt gehen wir einfach mal dahin. E. Okay, E zum Öffnen. Oh, das. Ja. Sieht nicht so gut aus.
Also Spiel schon, aber die Situation nicht. So, was mir auch schon aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass mein PC einfach ja, schlecht ist eigentlich nicht. Er ist schon gut. Ich spiele auch mit den höchsten Grafikeinstellungen, aber die Ladezeiten beim Spiel kommen mir teilweise sehr lang vor. So, jetzt hören wir mal hier in diesen Film rein. 8 Stunden zuvor. Aha. Ja, da scheinen wir ja ziemlich im Problem zu stecken. Und ich glaube, es kommt jetzt eine Art Rückblick. Mal schauen, was jetzt kommt. Jemand schon mal Musik? Verstanden! Jo, hat noch jemand null Durchblick, was wir hier machen? Spiel nicht immer den scheiß Hippie-Montez. Ich sag ja nur, wenn's wirklich um die PLA geht, sollten wir im Iran sein, nicht im Irak. Die kommen über die Grenze, Mann. Die PLA sind die Richtigen, okay? Richtiger wird's nicht. Misfit 1-3, hier Misfit Führung. Hier wird's langsam brenzlig. Sein Team soll sofort aussteigen und sich zum Sammelpunkt begeben. Hier 1-3, verstanden, out. Warum halten wir hier? Unser Einsatzziel ist gute 20 Kilometer nördlich. Keine Ahnung, Montez. Okay, dann wollen wir mal. Okay, los geht's. Vorwärts. Ja, da werden wir gleich ausgespuckt im Kampfgebiet, so wie es aussieht. Wir kommen zu spät zur Party. Wo ist der Lieutenant? Da vorne müsst ihr rechts. Danke. Und hier scheint ja ordentlich was los zu sein. Und natürlich sind wir bei den Marines und in der USA natürlich. Stell mich auch mal an den Tisch. Oh, eine Karte. Gentlemen, willkommen. Wie ihr wisst, haben wir es mit PLA-Rebellen zu tun, die aus dem Iran rüberkommen. Ja. Die Lage ist sehr angespannt. Denkt immer daran, dass die Einheimischen hier keineswegs eure Feinde sind, sondern nur die PLA. Ja. Um 09:30 haben wir den Kontakt zum Viper Squad verloren, das einen möglichen USPV am Spinzer Fleischmarkt untersuchte. Und das ist eine ziemlich üble Gegend. Wir glauben, die PLA steckt damit drin. Ihr geht da rein, sucht unsere Marines, leistet Unterstützung und fordert, falls nötig, Kasseberg an. Ihr seid die schnelle Eingreiftruppe, Männer. Ich vertraue darauf, dass ihr das schafft. Und jetzt findet unsere Marines. Alles klar. Dann mal los. Okay, ich habe nicht verstanden, was Kasseberg und so weiter ist, aber gut. Also ich finde, das Spiel ist grafisch sehr schön gemacht. Los! Und es spielt sich bis jetzt sehr flüssig. Es ist viel Text dabei, viel Hintergrundinfo, nicht nur gleich los, also es ist auch viel Action dabei natürlich. Ich finde es bis jetzt echt schön. Hier
Hallo, Bau, Bau. Ihr verzeiht, wenn ich immer wieder so zwischenrede, wenn die was sagen, weil die reden irgendwie die ganze Zeit. Stimmt ja, ich vergesse immer wieder, dass es da, wo du herkommst, keine Schulen gibt. Zusammen. Wir sind 90 Kilometer von einer größeren Verwerfung entfernt. Hat er sogar recht. Ziemlich große Querstraße, viel freies Feld. Ich stelle mich auch mal hin. Oh, da sind jemand, da ist jemand vorbeigefahren. Er ist weg. Okay. Zu zweit. Black. Du, Netkovic, nehmt die Tür rechts. Okay, unterwegs. Ah, ich bin Black, ne? Ich bin der Sergeant Blackburn. Ah ja, okay. Ja, ich renne schon. Schneller, 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 Metkovic. Mach mal auf. Los, hopp, hopp. Oder muss ich das machen? Nee, geht nicht. Juhu, Autos. Ich glaube, da sollte man nicht drauf schießen. Ein einziger Zivilist. Boah! So eine Scheiße. Scharfschütze! Scheiße! Ich bin auf der Latte! Ich bin da nicht mehr! Muss ich jetzt die ganze Zeit Leertaste drücken? Ich glaube immer nur, dann ist aufregend. Egal, ich drück die ganze Zeit. Boah, das sieht nicht so gut aus gerade. Dann geht's gleich mal richtig los. Lass mal nachladen. Boah. Boah, da geht's ja gleich ordentlich zur Sache. Okay. Da kommen sie! Da hinten ist noch einer, oder? Okay, wenn die weiterlaufen, laufe ich auch weiter. Wo ist hier? Ist das die Munitionskiste? Los, los, hinter mir! Bist du okay? Gut, okay, alles cool. Panzerfaust auf 12 Uhr! 12? Erster Stock! Ah. Aufschießen! Er ist hinüber! Habe ich ihn getroffen? Verbündete kommen nach! Verbündete kommen nach! Fackelt alle das scheiß Gebäude ab! Black, zu mir! Ganz ruhig! Anderes Ende vom Parkplatz! Hüpf. Sie kommen von der Seite! Bewegung! Da vorn, da vorn! Komm über die Mauer! Rechts! Kontakt links! Boah, da schießen die immer mit der Panzerfaust. Das ist ja asozial! Hab ihn! Boah! Ich bin schon erledigt. Ja, voll gut, okay. Erste Mission, ich bin gleich mal gestorben. Es wird ja witzig. Das kann echt witzig werden. Oh Mann. Staff Sergeant Henry Blackburn wurde in Buffalo, New York geboren. Ist ja krass. Oh, jetzt weiß ich, dass da jemand kommt. Ich hab das Spiel ausgetrickst. Oben ist noch einer. Der hat davor auch mit der Panzer rausgeschossen. Ich bleib diesmal ein bisschen weiter zurück. Das Gefühl, ich war vorher zu nah dran. Oh.